Herr Präsident, meine Damen und Herren! An diesem Morgen sind viele auf der Suche nach guten Nachrichten. Fangen wir mal so an. Es ist gut, dass nach so langen Verhandlungen ein Ergebnis rausgekommen ist. Es ist gut, dass der Bundesfinanzminister sich an entscheidenden Stellen nicht durchsetzen konnte und dass es so möglich ist, dass mehr von dem, was hier in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt, meine Damen und Herren. Der uns vorliegende Kompromiss sieht vor, dass der horizontale Länderfinanzausgleich, wie wir ihn bisher kennen, zwischen den Ländern abgeschafft wird. Bislang war es so, dass es eine Umverteilung zwischen den Geberländern und den Nehmerländern gibt. Und vor Beginn dieser Umverteilung, das finde ich noch mal sehr wichtig nach Ihrer Rede, Herr Laschet, aber auch nach dem, was Sie hier präsentiert haben, Herr Kollege Witzel, vor Beginn dieser alten Umverteilung zwischen den Bundesländern war es so, dass wir bei den Pro-Kopf-Einnahmen an Platz 5 lagen. Nach dem Umsatzsteuer-Vorwegausgleich ist Nordrhein-Westfalen Letzter. Und wir haben immer gesagt in den Debatten und auch bei dem von Ihnen gemeinsam erwähnten Antrag hier im Hause zwischen SPD, zwischen der CDU und zwischen den Grünen einvernehmlich als Signal rausgesendet. Und das war ein wichtiges Signal. Wir hatten diese Punkte drin, weil wir gesagt haben, wir können bei dieser Voraussetzung machen, was wir wollen, solange dieses System so ist, dass Nordrhein-Westfalen überproportional viel in dieses System reinpumpt, werden wir nicht schaffen, mehr Geld von dem, was hier erwirtschaftet wird, durch die Arbeitsplätze, durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bei uns behalten. Und das ist ein gutes Signal und ein wichtiger Erfolg in den Verhandlungen, dass das nun endlich geswitcht ist. Wir Grüne haben in dem Zusammenhang mit den Verhandlungen immer wieder deutlich gemacht, dass wir das durch die Verfassung verbriefte Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, dass wir das anerkennen und nicht wie andere in Frage stellen. Wir akzeptieren daher auch den Vorschlag, dass die Regelung zur Einwohnerveredelung in den Stadtstaaten zugunsten der Stadtstaaten beibehalten ist und auch, dass die stärkere Einbeziehung der Finanzkraft der Kommunen nicht nur uns zugutekommt, sondern auch den neuen Bundesländern. Und Herr Witzel, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn Sie hier so tun, als wenn das ja alles ganz einfach wäre. Ich möchte gerne mal erleben, wie Sie Ihrer Kollegin Frau Suding in Hamburg gegenübertreten und sagen, so wie Sie es hier gemacht haben, wir wollen die Einwohnerveredelung wegkippen zugunsten von Nordrhein-Westfalen. Das möchte ich wirklich gerne mal sehen. Dann sagen Sie bitte Bescheid, wenn das soweit ist. Ich bin mir sicher, dass sie Ihnen antworten wird, wenn wir dafür Kompensation an anderer Stelle bekommen. Sehr gerne, aber ansonsten nicht. Und so ist es eben halt, wenn man 16:0 eine Einigung hinkriegt, dann muss es Kompromisse geben. Dass es diesen Kompromiss gibt, ist jetzt richtig. Wir müssen allerdings sagen, der Konkretisierungsgrad bei vielen Punkten der Einigung lässt Raum für Spekulationen. Und es sind viele offene Fragen, die uns als Landesparlamentarier beschäftigen müssen. Allen voran die Schaffung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft mit der Planung und dem Bau von Autobahnen, die in Bundesverantwortung übergehen soll, feststeht, dass diese Gesellschaft privatrechtlich organisiert sein soll. Dazu wird unser Verkehrsexperte Arndt Glocke gleich ausführlich Stellung nehmen. Darüber hinaus sind aber viele Fragen offen. Die Digitalisierungsoffensive und die Einrichtung eines zentralen Bürgerportals für die Online-Anwendung der öffentlichen Verwaltung. In der Vergangenheit können wir viele Beispiele aufrufen aus dem Hochschulbereich, aber auch aus dem Bereich der Finanzverwaltung, wo es sehr lange Zeit gedauert hat und wo Prozesse bis heute andauern, wo wir noch keine gemeinsamen Datenmasken haben mit dem Bund, wo es beispielsweise bei der Kfz-Steuer der Fall ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Länderfinanzbehörden und dem Zoll stocken, wo wir noch nicht davon reden können, dass es reibungslos funktioniert. Und es wäre wünschenswert, wenn dieses richtige Ziel, was errungen wurde in dem Kompromiss, dann auch gemeinsam mit den Ländern von Anfang an erarbeitet wird und dass es nicht ausgelagert wird in Arbeitsgruppen, wo die Länder dann nicht mehr beteiligt werden. Und gerade bei dem Bereich Digitalisierung haben wir in Nordrhein-Westfalen wichtige Fortschritte, wo wir auch, glaube ich, anderen Bundesländern weit voraus sind. Ich nehme nur mal den Bereich des E-Governments und da ist also oder Open Data und da ist es wichtig, dass es eine Unterstützung der Länder gibt und dass hier durch Vorgaben, die aus dem Bund kommen, nicht die ganzen Prozesse wieder auf Null gedreht werden, meine Damen und Herren.
Mehrere Punkte betreffen die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Der Bund soll mehr Steuerungsrechte bei Finanzhilfen bekommen und in Zukunft im Bildungsbereich direkt Geld an finanzschwache Kommunen geben können. Hier wird ausdrücklich ein Weg freigemacht, um dem Bund Investitionen in die Schulinfrastruktur zu ermöglichen. Auch das ist ein wichtiger Erfolg. Das ist eine wichtige Botschaft für unsere Kommunen. Aber es ist richtig, was die Ministerpräsidentin gesagt hat und auch das, was wir Grünen seit vielen Jahren fordern. Es muss endlich ein Ende des Kooperationsverbotes im Bereich der Bildung zwischen Bund und Ländern geben. Das ist der nächste Schritt, den es noch zu erreichen geht. Und auch wenn das jetzt ein Fortschritt ist gegenüber dem Status quo, so bleibt unsere Forderung, das Kooperationsverbot muss weg, meine Damen und Herren. Und wenn wir bei der Bildung sind, dann gilt es auch, über nach wie vor bestehende Ungleichgewichte zu sprechen, die im Rahmen der weiteren Gespräche und der weiteren Ausgestaltung des Kompromisses eine Rolle spielen. Ich will auf den Königsteiner Schlüssel aus dem Königsteiner Staatsabkommen von 1949 geregelt, dass die Länder gemessen nach Steuerkraft und Bevölkerungsanzahl ihren Anteil bekommen. Da liegt Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten bei gut 21%, weil wir mit den rund 18 Millionen Einwohnerinnen, die wir haben, in etwa die Bevölkerung der Bundesrepublik ausmachen. Aber abweichend von diesem Schlüssel erhalten wir in vielen Bereichen weniger, als uns zusteht. Wenn wir in den Hochschulbereich schauen, dann muss man festhalten, dass Nordrhein-Westfalen hier Herausragendes leistet. Kein anderes Bundesland gibt gemessen an den Gesamthaushalt so viel Geld in die Bereiche Wissenschaft, Forschung und Innovation wie Nordrhein-Westfalen. Wir haben unter den Top 10 der größten Universitäten Deutschlands 6 Hochschulstandorte. Wir bekommen aber in dem Bereich des Hochschulneubaus nur 15% vom Bund. Und wenn wir uns dann auch noch mal vergegenwärtigen, dass wir derzeit über 25%, ich meine, es sind jetzt 27,2% aller Absolventinnen in Deutschland ausbilden und wir aber gleichzeitig für Investitionen in die Infrastruktur für unsere Hochschulen nur 15% vom Bund bekommen, dann ist das ein Ungleichgewicht. Und hier muss nach wie vor die Forderung erhoben werden, dass wir gemessen an unseren Leistungen vergütet werden, meine Damen und Herren. Letzter Punkt dazu. Es ist gut, dass es nach so langen Verhandlungen überhaupt dann zu einer Einigung kam. Damit haben Bund und Länder für die nächsten Jahre Planungssicherheit und der Grundsatzstreit kann an vielen Punkten beiseite gelegt werden. Gemessen an seinen Zielen hat der Bundesfinanzminister gegenüber den Ländern nicht viel durchsetzen können. Die neue Finanzordnung ist besser, als wir es noch vor gut einem Jahr haben erwarten können. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diese Punkte jetzt auch umzusetzen und dass dieser Kompromiss die letzten Hindernisse nimmt. Und vielleicht gelingt es trotz Wahlkampf, dass wir uns, ähnlich wie wir das damals gemacht haben, mit dem gemeinsamen Antrag dann auch an den entscheidenden Punkten zusammen als Nordrhein-Westfalen im Interesse unseres Landes aufstellen können. Vielen Dank, meine Damen und Herren.